Hallo, der Krag rät heute zu Männern in Frauenkleidern. Ferda Attermann beschimpft ethnische Deutsche gerne als Kartoffeln. Mit diesem deutschen Hass hat sie es geschafft, zur Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes zu werden. Und in dieser Eigenschaft hat sie beschlossen, dass es zwar in Ordnung ist, dass Männer wie ich nicht in Frauen saunen dürfen, aber es sei eine unzulässige Diskriminierung, dass Männer, die sich als Frauen identifizieren, in Frauensaunen herein dürften. Wenn ich also morgen eine Frauensauna besuchen soll, muss ich mir wahrscheinlich pinkfarbene Badeschlappen kaufen. Dahinter steckt die kranke Idee, dass die sogenannte Identität eines Mannes wichtiger ist als die berechtigten Schutz- und Sicherheitsinteressen von Frauen und Mädchen. Denn was für die Sauna gilt, gilt ja auch fürs Mädchenklo. Dieser Wahnsinn ist Ausdruck der linken Politik, die den Menschen zerstört, sodass er am Ende nicht mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist. Aber sie zerstört auch den Menschen als sich. Denn wie soll denn das gehen, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich ein Mann bin? Ja, heißt es dann, das seien Menschen, die würden sich eben im falschen Körper fühlen. Nun ist aber der Mensch, wie wir alle wissen, Körper und Geist im einen, ein Kontinuum, eine unlösbare Einheit. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, das ich habe, hat immer auch eine biochemische Entsprechung in mir selbst. Wenn ich also als Mann denke, vielleicht bin ich eine Frau, dann ist dieser Gedanke Ausdruck eines biochemischen Prozesses in meinem männlichen Körper. Denn dass ich ein Mann bin, ergibt sich nun einmal aus meiner DNA. Ich kann mir 1000 Heels anziehen, mir Hormone spritzen lassen und mir sogar mein bestes Stück abschneiden lassen. Wenn man in 200 Jahren mein Skelett ausgräbt und etwas kratzt und es ins Labor gibt, dann bleibe ich ein Mann. Die Vorstellung, dass mein Gedanke, ich bin etwas anderes, quasi völlig losgelöst von meinem Körper ist, irgendwo im Raum herumschwebt, der reine Gedanke, er ist das Gegenteil von dem, was wir aus der Wissenschaft wissen. Er ist das Gegenteil von dem, was wir als Menschen sind, nämlich Körper und Geist im einen. Er ist reine Gnosis, eine spätantike Sekte, die man zu Recht überwunden hat. Der Mensch ist, was er ist, und seine Bestimmung ist es, das zu werden, was in ihm angelegt ist. Erziehung dient dazu, das Potenzial, das er hat, auszufüllen, dass ich das ergreife, was mir von meinen Eltern mitgegeben ist, was du ererbt. Besitze es, ergreife es, um es zu besitzen und dann meinen Teil beizutragen, dass es weitergeht. Ich bin eben geschaffen und das ist gut und ich ergreife es. Und wer je immer das ablehnt, wer nicht sein will, was er ist, wer damit nicht zurechtkommt, der braucht Hilfe. Einen guten Therapeuten, man muss mit ihm sprechen, was da schiefläuft. Aber man darf ihn nicht bestärken und vor allen Dingen darf man ihn nicht auf Frauen und Mädchen loslassen. Und genau deshalb bleibt es dabei. Es gibt zwei Geschlechter. Es ist wunderbar, dass es sie gibt. Sie sind aufeinander bezogen und komplementär. Wir sollten sie mit Freude annehmen. Wir sollten uns dagegen wehren, dass sie entehrt und enteignet werden, indem nur dann, weil irgendein Mann gern Frauenkleider anzieht, er jetzt auch die Schutzräume der Frauen betreten darf, die genau aus sehr, sehr gutem Grund für Männer tabu bleiben. Vielen Dank.